Hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror, wo wir immer noch versuchen, hier in diese Tür zu kommen. Wir haben schon die Todesanzeige drunter geschoben, haben aber leider noch nichts mit den Schlüssel rauspieken können. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal um, beziehungsweise wir könnten ja auch nochmal mit den Leuten quatschen, denn wir haben ja gelernt, in diesem Spiel, ne, immer einfach mal ein bisschen zulabern, das hilft ab und zu. So, ich gucke hier nochmal, ob wir hier irgendwas übersehen haben, aber es wirkt erstmal nicht so. Hier an diesen Dingern ist auch nichts. Nee, okay. Dann, hier ist eine Bank, die können wir noch angucken. Ich habe keine Zeit, hier rumzusitzen. Schade, das hier ist ein hübscher Fleck. Das stimmt, schön sieht es tatsächlich aus, also mit den Schmetterlingen und so. Obwohl ich sagen muss, ich mag Schmetterlinge nicht so, aber... trotzdem hübsch, so. Hier ist ein Wasserhahn. Mensch, was habe ich denn hier alles übersehen? Der Schlauch ist mit einem festen Draht am Wasserhahn befestigt. Ich nehme ihn ab. Den Schlauch? Okay. Mach mal. Ach so, nein, den Draht. Ach so, Entschuldigung. Starrer Draht. Ah, vielleicht können wir den für den Schlüssel benutzen. Können wir noch was machen? Wenn ich jetzt am Hahn drehe, müsste das Wasser eigentlich fließen. Ich brauche aber gerade kein Wasser. Okay, aber wir lassen es ausgewählt für später. Sollen wir trotzdem nochmal mit den Leuten reden? Nee, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt erstmal, ob der Draht vielleicht die Lösung auf unser Problem ist. Und wir damit vielleicht das Schloss jetzt, ja, also da den Schlüssel halt da rauskriegen. Das probieren wir mal direkt. Und es sieht gut aus. Mach das mal. Yes, sehr schön. Na dann, direkt benutzen, aufschließen. Und ich bin gespannt. Das Haus scheint verlassen zu sein. Oh, wow. Und hier ist Richard und macht Chemieexperimente. Das habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Zumindest ein Teekessel. Das ist ja schon mal ein erster Schritt in Richtung Chemie, ne? Er ist ganz dreckig. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist ein Seil. Völlig verrottet. Ich habe dafür keine Verwendung. Okay, hier... eine Katze! Oh mein Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, warum kommt so... bedrohliche Musik. Wo ist sie? Sie ist nicht im Schrank. Es ist zu dunkel darin. Ich kann nichts erkennen. Okay, eine mysteriöse verschwindende Katze, die einen Schlüssel fallen gelassen hat. So. Gucken wir mal. Das sieht nicht aus wie ein Schlüssel. Das sieht mehr aus wie irgendwie ein Teil von einem Puzzle oder ein Schraubenzieher oder so. Hier ist noch ein Kamin. Nur Ruß und Asche. Offenbar hat es hier schon lange kein Feuer mehr gegeben. Okay. Ein Schürhaken. Brauchen wir den gleich zur Selbstverteidigung? Ein Schürhaken für den Kamin. Ach, nein, brauchen wir nicht. Wer weiß, hier könnten noch mehr Katzen sein, die uns angreifen. So. Wir gucken mal in alle Schubladen. Da ist tatsächlich was drin. Hier ist ein Aschenbecher. Der Boden ist schwarz, als hätte jemand darin etwas verbrannt. Das sieht nicht wie die Asche von Zigaretten oder Zigarren aus. Aha, hier hat er also experimentiert. Hier ist ein Nagel, der ist aber uninteressant. Sonst ist er leer. Okay, eine Lampe. Eine kaputte Öllampe. Damit kann ich nicht viel anfangen. Hier sind so Sachen eingekreist, ne? Hier ist noch eine kleine Schublade. Ist da ein Füllfederhalter? Aha, okay. Vielleicht müssen wir uns ja was notieren, ne? So, sonst nichts. Alte Kleinanzeigen. Dort wird wissenschaftliche Fachliteratur angeboten. Zwei Anzeigen sind mit Rotstift markiert. Ja, okay, das ist ja aber, also das klingt jetzt noch nicht ungewöhnlich für jemanden, der sich halt für Wissenschaft interessiert. So, dann haben wir nur noch die Schublade. Nur ein paar Bögen Papier, einige Spielkarten und zwei Reagenzgläser. Ja, das kann ich sehen. Davon brauche ich nichts. Ich sehe nichts von Interesse. Was denn mit diesem super auffälligen Buch? Davon brauche ich nichts.
Nee. Also ich kann sie weiter anklicken. Ich sehe nichts von Interesse. Andere Maustaste macht aber auch nichts. Komisch, aber gut. Dann wissen wir, es geht zumindest weiter, falls notwendig. Und wir haben ja zumindest einen Füller gewonnen. Okay, dann schauen wir mal in den Schrank. Da müssen wir irgendwie Licht machen, ne? Aber die Lampe war ja, also die Öllampe war ja zu nichts mehr zu gebrauchen, wie er sagt. Ich kann darin nichts sehen. Es ist völlig dunkel da drin. Ich kann darin nichts sehen. Okay, mehr sagt er dazu nicht. Ach, den Teekessel können wir nochmal angucken. Ich will keinen Tee kochen. Okay, mehr sagt er dazu aber auch nicht. Schade. Sonst ist hier nichts weiter. Ja, wir könnten ja zumindest... Moment, nee, das ist nur der Tisch. Ah, hier, verdrecktes Papier. Okay. Eine alte Zeitung. Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Eine alte Zeitung. Mehr sagt er dazu nicht. Und er möchte sich nicht die Hände schmutzig machen? Also erstens mal kannst du dir ja auch so lesen. Du musst ja nicht gleich angrabbeln. Und zweitens mal... Manchmal hat er sich aber auch, ne, in irgendwelchen Katakomben und Minen rumwandern. Aber, der Staub, der stört mich. Andere Maustaste macht auch nichts. Hey, krass. Müssen wir jetzt erst irgendwie den Angestellten herschicken, dass er putzt, bevor wir hier irgendwas anfassen können, oder wie? Ich denke, jetzt sollten wir aber wirklich mal mit den Leuten nochmal reden. Wir brauchen dann ja wohl irgendeine Lichtquelle, würde ich sagen. Da haben wir jetzt nichts dabei, was auf Anhieb so aussieht. Mal schauen. So, hier zur Weggabelung zurück. Mal gucken. Vielleicht können wir hier mit dem Louis nochmal quatschen. Vielleicht kann der uns ja irgendwie helfen bei der staubigen Zeitung oder so. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Oh, das Grab können wir besprechen. Na, dann machen wir das mal. Louis, ich möchte einen Blick ins Familiengrab im hinteren Garten werfen. Da gibt es nichts zu sehen, Sir. Darüber werde ich entscheiden. Können Sie es für mich öffnen? Nein, Sir, kann ich nicht. Madam hat es ausdrücklich verboten. Ich darf niemanden reinlassen. Negative Antwort oder positive Antwort? Ich glaube, bisher sind wir mit der positiven Antwort immer gut weitergekommen. Deswegen mache ich das mal. Es wird doch nichts Schlimmes passieren, wenn Sie mich reinlassen. Leihen Sie mir Ihren Schlüssel. Ich bringe ihn gleich zurück. Niemand wird davon erfahren. Es bleibt unter uns beiden. Madam würde mich bestimmt entlassen, wenn ich gegen Ihre ausdrückliche Anweisung verstoßen würde. Ich kann nichts machen. Offenbar will Louis das Gitter nicht aufschließen. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, wer den Schlüssel hat. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich meine, wir haben ja auch einen Schlüssel gefunden. Der könnte ja auch dafür sein. Dachte ich zumindest, ehrlich gesagt, dass der für das Grab ist vielleicht. Und ich finde, er will uns nicht reinlassen. Er darf uns halt nicht reinlassen. Wir könnten natürlich nochmal bei der Madam um Erlaubnis bitten. Weiß ich aber nicht, ob er das macht. Wir probieren es aber mal. So, Eleanor. Wenn ich jetzt in dieses Grab wollen würde. Oder in das Haus. Nun... Ja? Ah, okay, wir haben tatsächlich viel zu besprechen. Das Grab, die Klinge. Erstmal, wir fangen einfach von vorne an. Das Arbeitszimmer. Ich war in dem alten Haus, aber Richard war nicht da. Es sieht dort so aus, als wäre seit Jahren niemand mehr da gewesen. Tatsächlich? Das ist seltsam. Die ganze Zeit über habe ich geglaubt, er würde dort an etwas arbeiten. Andererseits überrascht es mich nicht so sehr. Denn er neigt ein bisschen zur Heimlichtuerei, wenn es um seine Experimente geht. Du bist sicher, dass du ihn hier im Schloss nicht gesehen hast? Natürlich bin ich das. So groß ist dieses Haus auch nicht. Ich würde es mit Sicherheit wissen, wenn er hier gewesen wäre. Richard scheint wirklich ein komischer Kauz zu sein. Heißt es, ihr Mann ist verschwunden? Also, ich meine, sie scheint jetzt überhaupt nicht besorgt deswegen zu sein, aber ich mache mir ein paar Gedanken. Er ist nicht da, wo sie dachte. Sie ist sich sicher, er ist nicht im Haus. Aber genau das ist das Problem, wenn du so ein riesiges Anwesen hast, glaube ich. Da können einfach Leute verschollen sein und du merkst es nicht, weil du die ja eh nicht siehst. So, das Klavier. Ich hoffe, er macht dir ein Kompliment. Das ist sehr schön. Darf ich dich fragen, wie die Komposition heißt, die du da spielst? Das ist eine ganz alte Melodie.
Ich liebe diese Musik. Sie ist so melancholisch. Wenn es dich interessiert, kann ich heute Abend wieder für dich spielen. Das würde mich sehr freuen. Oh ja, vor allem, das klingt endlich mal nach einer schönen Familienaktivität, finde ich. Spür uns was vor, auf jeden Fall. So, ja, und jetzt kommen die unangenehmen Themen, ne? Das Grab, wenn ich da jetzt rein wollen würde. Ich habe mir euer Familiengrab am Ende des Gartens angesehen. Es sieht recht gut erhalten aus, im Gegensatz zur Ruine auf dem Hügel. Ja, aber das Fundament versinkt allmählich im Morast. Ich habe keinen Schimmer, was man dagegen tun kann. Der Sumpf breitet sich immer mehr aus. In einigen Jahren werde ich ihn von meinem Fenster aus sehen können. Und diese ärgerlichen Insekten werden überall sein. Habe ich richtig verstanden, dass niemand das Grab betreten soll? Ich möchte dich bitten, für mich eine Ausnahme zu machen. Es tut mir leid, Samuel. Ich möchte wirklich nicht, dass es jemand betritt. Die Toten verdienen es, in Ruhe gelassen zu werden. Ich verstehe. Ich will dich nicht drängen. Okay. Ich meine, er sagt, er will sie nicht drängen, aber er hat schon angedeutet, dass er den Schlüssel klauen und einbrechen will. Also ich weiß ja nicht. So, die Türklingel. Du wirst es nicht glauben. Er hat nicht sofort alles fallen gelassen und sich darum gekümmert. Ich habe Louis deine Nachricht überbracht. Bis zum Abend will er die Türklingel repariert haben. Danke. Ich glaube, ich gehe jetzt. Okay. Dann haben wir jetzt wohl alles mit ihr besprochen. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht zu finden. Ehrlich gesagt. Nee, sieht wirklich nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Die Frage ist, wenn das gar nicht für die Gruft ist, wofür ist denn dann der Schlüssel? Na, können wir den Springbrunnen noch anklicken? Das ist auch verdächtig. Passiert bestimmt noch irgendwas. So, ich gucke einmal kurz, ob er eine neue Gesprächsoption hat. Wir können natürlich auch einfach lügen und sagen, die hat uns das erlaubt. Ich lasse ihn in Ruhe. Okay, das machen wir nicht. Dann, tja, was machen wir dann? Füllfederhalter. Weiß ich irgendwie nicht, wie der uns weiterhelfen soll. Kann ich ihn mal angucken? Die Patrone enthält blaue Tinte. Ah, okay, das heißt, die Farbe ist anscheinend wichtig. Vielleicht müssen wir irgendwas färben oder irgendwas durchfärben oder so. Einen Abdruck machen. Ich will mal einmal den Schlüssel am Grab ausprobieren. Ich hätte gedacht, das könnte sein. Nö, das würdigt er nicht mal eine Antwort. Na gut, okay, dann nicht. Dann ist hier noch die seltsame Erde, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie uns ein Füller und ein Stift dabei, den Füller und ein Schlüssel dabei helfen sollen. Und hier ist zu dunkel drin. Wie könnten wir denn da Licht machen? Oh, hier ist noch ein Ofen. Vielleicht müssen wir den Ofen anzünden. Mal schauen. Er ist leer, bis auf die Asche. Er ist leer, bis auf die Asche. Okay, aber er bleibt anklickbar. Das ist ja schon verdächtig, ne? Können wir irgendwie die Todesanzeige verfeuern? Nee. Hätte ja sein können, dass wir nur irgendwelches Papier reinwerfen müssen. Ofen. Aber ich wüsste auch nicht, der macht ja auch mehr warm als Licht, ne? Teekessel, der ist auch weiter anklickbar. Soll man vielleicht die Tinte kochen? Aus irgendwelchen Gründen? Nee. Ich dachte vielleicht, weiß ich nicht. Die Zeitungsausschnitte können wir uns hier nur noch angucken. Nur altes Papier. Nein, tatsächlich sind das Zeitungsausschnitte. Ich sehe sie mir an. Junger, begabter Chemiker erntet erneut Anerkennung. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der vielversprechende Chemiker Richard Gordon wohlverdiente Aufmerksamkeit erregt. Diese Woche gab er bekannt, dass seine Arbeit zahlreiche Verbesserungen auf dem Gebiet der Blutforschung bei Säugetieren mit sich bringen wird. Wollen wir ihm bei seiner Arbeit viel Glück wünschen. Seine Forschung auf dem Gebiet der Biochemie ist bahnbrechend. Daily Times, 1900... Der Text danach ist unleserlich. Ich wusste gar nicht, dass wir einen berühmten Chemiker in der Familie haben. Okay, das ist wirklich mehr als so ein Hobby. In der Blutforschung, sagst du? Na, das könnte ja noch interessant werden. So, hilft aber leider gar nicht, den Schrank zu erleuchten. Ich gucke mir nochmal den Tisch an, hier muss doch noch irgendwas sein. So.
So, warum können wir diese Schublade weiterhin angucken? Und diese Lampe ist dafür überhaupt nicht mehr wichtig, leider. Davon brauche ich nichts. Reagenzgläser, Spielkarten. Das ist irgendwie so ich verdächtig. Ich sehe nichts von Interesse. Das ist so verdächtig, dass wir da draufklicken können. Oh, eine kleine Tür. Ey, was ich hier alles übersehen habe. Ja, mach die kleine Tür auf. Sie ist fest verschlossen. Ah, dafür habe ich doch einen Schlüssel bestimmt. Yes, sehr gut. Mal gucken, was da drin ist. Oh, wow, es hört ja nicht so viel. Ah doch, Feuerzeug, Kerze. Okay, okay, ich sehe. Damit können wir ein Licht machen. Ein Benzinfeuerzeug. Der Docht fehlt. Der Docht fehlt? Ich weiß leider nicht genug, wie ein Benzinfeuerzeug funktioniert, glaube ich. Muss man einfach nur halt an den Rädern ratschen und gut ist. So, mal gucken. Nee, es lässt sich mit der Kerze zumindest nichts machen. Können wir vielleicht den Ofen anzünden? Auch nicht. Können wir einfach mal damit in den Schrank so reinhalten? Ah ja, das scheint er zu versuchen. Ohne Docht kann ich es nicht verwenden. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Docht aus der Kerze irgendwie vielleicht rausschneiden. Ja, tatsächlich. Cool. Jetzt haben wir einen Docht, den mit dem Feuerzeug kombinieren. Jetzt müsste das Feuerzeug wieder funktionieren. Okay, dann müssen wir die Kerze gar nicht anzünden. Dann leuchten wir einfach mal mit dem Feuerzeug ein bisschen in den Schrank. Und, bitte erschreck mich nicht, Katze. Da ist ein Riegel. Die Hinterwand vom Schrank lässt sich beiseite schieben. Oh, wow. Geheime Tür. Wo könnte der hinführen? Geheimgang. Ja, auf jeden Fall geht er rein. Der führt jetzt bestimmt ins Labor. Wow. Verdammt. Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Samuel Gordon. Du hast mich halb zu Tode erschreckt. Was willst du? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass jemand hier drin ist. Wie bist du hier reingekommen? Naja, durch die Tür. So habe ich mir das Labor vorgestellt. Das sieht viel mehr aus wie das, was ich erwartet hatte. So, ja, ich wünschte, hier würde halt immer mehr stehen als positive und negative Antwort, ne? Aber wir bleiben positiv. Ich stieg hinunter in die Dunkelheit und spürte einen Türknauf vor mir. Und als ich die Tür öffnete... Warum hast du dich so leise hereingeschlichen wie ein Dieb? Ich wollte gerade etwas sagen, aber du hast mich sofort entdeckt. Ich bin froh, dass du wenigstens nicht lügst. Die Probe in dieser Flasche war das Letzte, was ich von dieser Substanz hatte. Tut mir leid, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es war nicht meine Absicht. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich brauche diese Substanz dringend für ein Experiment, das ich heute Abend durchführen will. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Würdest du das tun? Ich werde es versuchen. Großartig. Die Flasche enthielt das Oxidationsmittel EX52. Es ist weder ungewöhnlich noch teuer, aber es war mein letztes und ich bekomme erst nächste Woche eine neue Lieferung. Nächste Woche? Tja, wir sind hier ziemlich abgelegen. In den umliegenden Dörfern gibt es nicht einmal Fleckenentferner. Und wo soll ich dieses Oxidationsmittel herbekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Du könntest dein Glück in Leechdale versuchen, müsstest aber bis zur Abenddämmerung zurück sein. Wenn du dich beeilst, müsstest du es rechtzeitig schaffen. Am Dorfplatz ist eine Apotheke. Da musst du hin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist Bor-Oxidationsmittel EX52. Schreib es auf. Es hat eine kräftige blaue Farbe. Du kannst es nicht verwechseln. Ich verstehe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe viel zu tun. Bor-Oxidationsmittel. Na, großartig. Okay, da kommen wir an und werden direkt wieder weggeschickt. Ich will mich hier aber erstmal umsehen. Du hast hier so viel interessantes Zeug. Ich nehme eine. Was? Du klaust einfach? Oh wow, okay, ja. Wir haben ihm einfach eine Flasche weggenommen. Tut mir leid, I guess. Ich wusste nicht. Manchmal ist der Samuel aber auch, weiß ich nicht, ob ich den moralischen Kompass so nachvollziehen kann, muss ich sagen. Man hätte ja auch erstmal gucken können, aber na gut. Hier sind Bücher. Wissenschaftliche Bände. Physik, Astrophysik, nichts, was mich interessiert.
Okay, schade. Ich finde eigentlich Astrophysik voll interessant. Da könntest du ruhig mal reingucken. So, große Flasche. Das hat die gleiche Farbe wie der Inhalt des großen Behälters hinter mir. Das Zeug sieht ziemlich gefährlich aus. Mhm, seltsame Maschine. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ganze ist wahrscheinlich Richards Erfindung. Den Kabeln auf dem Boden nach zu urteilen, hat es etwas mit Elektrizität zu tun. Elektrizität, Mondschein und Blutforschung. Ich weiß ja nicht, wie das zusammenpasst. Also ich nehme an, dass es mit Mondschein zu tun hat, weil ja hier so ein... Also hier strahlt ja so Licht runter, ne? Und er meinte, er will das am Abend machen. Vielleicht steht da der Mond genau richtig. Aber vielleicht denke ich mir das jetzt auch aus. Die hängende Konstruktion können wir auf jeden Fall auch angucken. Die Ketten führen zur Decke des Turms. Wenigstens etwas Sonnenlicht fällt durch dieses Loch in der Decke. Okay, was haben wir hier noch? Vorne ist uninteressant. Hier ist auch nichts weiter. Oh, ein Gefrierschrank. Er enthält bestimmt Chemikalien. Können wir mal reingucken. Ich mache ihn nicht auf. Ich habe nichts reingestellt. Er enthält bestimmt Chemikalien. Okay, wahrscheinlich müssen wir später irgendwas kühlen. Wir wissen aber noch nicht was, deswegen ist Samuel uninteressiert. So, die Scherben. Das tut mir übrigens wirklich leid. Oh, er nimmt die mit. Ich meine, ist auch richtig so, die nicht einfach rumliegen zu lassen, ne? Sollte man schon ein bisschen aufräumen. Aber da ist doch irgendwas... Scherbe. Das ist der Rest von dem Oxidationsmittel, das ich irgendwo herbekommen muss. Auf dem Etikett steht Oxidationsmittel EX52. Ah, okay. Das ist quasi, damit wir uns merken, was wir holen müssen einfach. Na gut, dann plaudern wir doch mal mit Richard. Zuerst muss ich dieses Oxidationsmittel finden. Wie? Und vorher kannst du nicht mit ihm reden? Vielleicht mal Hallo sagen? Erzählen, wie die Reise war? Irgendwie sowas? Anscheinend nicht. So, wir gucken uns die Pläne hier noch an. Eine technische Zeichnung der Maschine in der Mitte des Zimmers, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Unter der Zeichnung sind viele nicht zu entziffernde Formeln und Bemerkungen. Okay, gut, dass Wissenschaftler immer so unleserlich schreiben, ne? Na gut, okay, dann würde ich sagen, besorgen wir das. Heißt das, wir müssen jetzt ins Dorf fahren quasi. Aber diesmal haben wir keine Karte. Müssen wir einfach so machen. Ja, wir haben tatsächlich keine Karte. Vielleicht kriegen wir noch eine oder so. Aber macht auch eigentlich nicht so viel Sinn, dass die plötzlich erscheint aus dem Nichts. Andererseits, der Brief ist ja auch aus dem Nichts erschienen. Also wer weiß. Na gut, aber dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt das Anwesen verlassen können. Oh, der Angestellte ist auf jeden Fall weg. Mal gucken, vielleicht repariert er die Klingel. Ah, tatsächlich. Louis, meinte ich natürlich. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Ja, die Türklingel. Also da muss ich noch mal drängeln ein bisschen. Also, was ist mit der Türklingel? Sie ist defekt. Was dachten Sie? Das müsste schnell zu reparieren sein. Ich muss nur dahinter kommen, was das Problem ist. In Ordnung. Ich glaube, ich gehe jetzt. Okay, gut. Sollen wir der Lady noch vom Geheimzimmer erzählen? Oder können wir uns einfach davon machen? Gibt es eine Weggeh-Taste? Hallo? Hier am Rand irgendwie? Das sieht ungünstig aus, aber die gab es doch vorhin noch. Können wir irgendwie... Nö, scheint nicht so. Wir können nicht gehen. Okay, dann reden wir nochmal mit der Lady. Vielleicht müssen wir der erstmal von dem Geheimzimmer erzählen oder der erzählen, dass wir ins Dorf wollen oder so. Dass sie uns eine Kutsche ranholen möge, irgendwie sowas. Mal gucken. Ah, ja. Oh, Samuel. Er redet sogar automatisch. Wie gefällt es dir hier? Hast du dich im Garten umgesehen? Ja, es ist wunderschön hier. Da fällt mir ein, arbeitet Louis noch im Garten? Ja, er repariert die Türklingel am Haupttor. Kannst du ihm bitte sagen, er soll das später machen und jetzt den Rasen mähen? Natürlich, ich sag es ihm. Zu lieb von dir.
Ey, der Louis wird sich auch richtig verarscht vorkommen, oder? Erst ist es, nee, du lässt gefälligst alles stehen und liegen und machst es jetzt sofort. Und jetzt heißt es auf einmal, entschuldige, hast du den Rasen noch nicht gemäht? Kann ich noch irgendwas mit ihr besprechen? Nee. Okay, ja, gut, dann spielen wir weiter Bote. Das können wir gut. Und sagen Louis Bescheid, dass er erstmal den Rasen mähen muss. Der Rasen sieht überhaupt nicht aus, als müsste er gemäht werden, kann ich mal sagen. Der sieht doch super flach aus. Also okay, die Halme hier vorne, aber ansonsten, der ist doch kaum höher als die Erde. Also bitte, da soll die Dame sich mal nicht so haben. Aber na gut, wir sagen ihm Bescheid. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Ja, Rasen mähen, viel Spaß. Louis, Eleanor bat mich, Ihnen auszurichten, dass Sie den Rasen mähen sollen. Ich kenne meine Pflichten, Sir. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt. Okay. Werkzeugkasten. Können wir ihm Sachen klauen? Ich kann nicht an den Werkzeugkasten, solange Louis hier ist. Er würde es bemerken. Dann müssen wir wahrscheinlich zu Eleanor gehen und petzen, dass der das nicht sofort macht. Dass er gesagt hat, er macht es später. Eleanor, deine Angestellten. Und dann ruft sie ihn irgendwie zu sich und dann... Ja, so hoffe ich, wird es jetzt kommen. Mal gucken. Verzeihung, Eleanor. Ich muss mit dir sprechen. Ja, nur zu. Ja, also das mit dem Rasenmähen, ne? Ich habe Louis gesagt, er soll den Rasen mähen, aber er hat darauf bestanden, zuerst die Türklingel zu reparieren. Oh, wirklich? Er ist fleißig und zuverlässig. Aber manchmal fällt es ihm schwer, eine Arbeit liegen zu lassen, die er schon begonnen hat. Sag ihm, er soll den Rasen sofort mähen, besonders um das Haus herum. Ich möchte nicht abends beim Spielen von diesem fürchterlichen Geräusch gestört werden. Gut. Ich glaube, ich gehe jetzt. Sie meint von dem Rasenmähergeräusch, ne? Uff, die haben aber auch... Okay, na gut, dann kein Problem. Oh, hier sind Blumen. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Die gucken wir vorher erstmal an, bevor die gleich weggemäht werden. Ich weiß nicht, was das für Blumen sind, aber sie duften schön. Es gibt viele davon. Wahrscheinlich mögen sie Feuchtigkeit. Okay. Mehr nicht, aber immerhin. Netter Dialog noch über die Blümchen. So, dann gehen wir unseres Weges. Louis, jetzt lass doch mal den Werkzeugkasten in Ruhe. Ich will dir doch Können nur Sachen klauen. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? So. Louis, Eleanor bat mich, Sie ausdrücklich anzuweisen, den Rasen zu mähen. Wirklich? Oh, dann mache ich es heute Abend. Sie müssen es vor Einbruch der Dunkelheit machen. Madame möchte am Abend nicht gestört werden. Gut, in Ordnung. Ich mache es so bald wie möglich. Ich glaube, ich gehe jetzt. Müssen wir jetzt wieder Bescheid sagen, dass er das immer noch nicht macht? Ich habe das Gefühl, wir müssen ihr wieder Bescheid sagen, dass er das immer noch nicht macht. Ey, was für ein... Also, nichts für ungut, ne? Ich will euch natürlich nicht eure Probleme kleinreden, aber... Was für eine Aufgabe. Aber mal schauen. Ich möchte sie nicht stören. Achso, nee. Jetzt sagen wir ihnen nicht nochmal Bescheid. Na, mal gucken. Vielleicht müssen wir auch einfach nur einmal rausgehen sozusagen und jetzt ist er weg. Sieht aber nicht so aus. Zumindest mäht er hier nicht. Ah, aber hier. Okay, sehr gut. Oh, kann ich ihm die Jacke klauen? Was würde ich ihm wohl sagen, wenn er mich sehen würde? Naja, das weiß ich nicht. Was würde ich ihm wohl sagen? Okay, dann machen wir das nicht. Dann nehmen wir erstmal sein Werkzeug weg. Der arme Hausmeister, ey, das tut mir einfach mega leid. Ein starker Klebstoff. Den nehme ich. Ich weiß nicht mal, wofür wir den brauchen, Samuel. Ein Stück fester Draht. Fester Draht, hä? Ich meine, davon hatten wir ja vorhin schon welchen. Der wurde nur natürlich weggeworfen, nachdem wir den benutzt haben. Ist ja noch irgendwas. Sonst brauche ich nichts aus dem Werkzeugkasten. Warum bleibt er dann anklickbar? Das verwirrt mich, Samuel.
Na gut, okay. Schauen wir mal. Nee, aber ist da jetzt? Wir können nicht auch noch seine Jacke klauen. Draht und Kleber. Wir sollen doch nicht etwa... Weil wir immer noch nicht gehen können. Ich überlege jetzt gerade nicht, dass wir einfach nur faken sollen, dass wir das einkaufen waren. Das würde doch voll das Experiment zerstören. Wenn wir hier irgendwie zum Beispiel die Scherbe... wenn wir das hier im Wasser, das Etikett... Nee, okay. Wenn wir das Etikett hier drauf machen... Also das wäre jetzt meine Idee gewesen. Die mit Wasser füllen... Nee, okay, macht er nicht. Dann habe ich wahrscheinlich zu böse gedacht. Ich dachte, irgendwie hatte ich das Gefühl, das wird jetzt hier sowas. Dass wir jetzt irgendwie das Etikett ablösen, da einfach Wasser reinfüllen und sagen, ja, hier, wir haben dir welches gekauft. Wobei, das ist ja auch der Teekessel, ne? Mit dem Dampf könnte man das ja ablösen, das Etikett. Denke ich jetzt zu niederträchtig. Es wundert mich halt, dass Samuel keine Anstalten machen will, das Haus zu verlassen, ne? Also, nehmt mir das nicht böse, bitte. Doch, jetzt nimmt er den mit. Jetzt haben wir einen Teekessel. Den müssen wir bestimmt mit Wasser füllen. Und dann, ich glaube, wir machen das wirklich. Ich glaube, wir faken, dass wir das gekauft haben. Aber warum? Wir könnten doch einfach losgehen ins Dorf und das machen. Das ist doch voll unnötig, ihn anzulügen. Dann wird doch nur das Experiment schief gehen. Mal gucken. Teekessel mit Wasserhahn? Okay. Können wir vielleicht hier die Flasche auch direkt mit Wasser füllen? Ich werde es mit Wasser füllen. Ja, können wir. Okay, cool. So, okay, jetzt haben wir die Flasche voll Wasser. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf dem Ofen den Teekessel zum Kochen bringen, ne? Mal schauen. Allerdings ist ja in dem Ofen kein Holz oder so. Bräuchten wir nicht noch irgendwie irgendwas, um den zu befeuern? Mal schauen. Ah, vielleicht die Palette, die draußen steht. Vielleicht nimmt er die jetzt mit. So, wenn ich jetzt einfach mal Feuerzeug mit Ofen... Klappt das? Ich kann den Ofen so nicht anzünden. Ja, weil da kein Holz oder so drin ist, ne? Ich guck mal, ob er die Palette von draußen jetzt vielleicht nimmt. Ah nee, schade, macht er nicht. Ich dachte nur, weil die so auffällig war, ne? Was haben wir denn noch? Wir hatten noch den Springbrunnen. Hier diese Schublade ließ sich noch anklicken. Vielleicht klaut er da das Papier einfach draus oder die Spielkarten oder so. Mal gucken. Davon brauche ich nichts. Ich dachte, also das würde jetzt irgendwie zu ihm passen, so wie er mit dem Eigentum anderer Leute umgeht. Da liegt auch Stroh, ne? Das könnten wir einfach nehmen. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas, was brennt? Wir haben einen Draht, Pillen. Ich meine, Kleber brennt wahrscheinlich. Die Tube ist halb leer. Aber ich bezweifle, dass wir das machen sollen. Den Kleber brauchen wir bestimmt, um das Etikett dann anzukleben. Aber was verbrennen wir dann? Woher kriegen wir Holz? Nicht, dass wir... Also ich meine, okay, jetzt denke ich wirklich nur noch böse. Samuel, was machst du mit mir? Nicht, dass wir die Jacke irgendwie klauen müssen und verbrennen müssen. Aber das... Nein, das können wir nicht machen, oder? Ist der Rasen? Das frisch gemähte Gras duftet gut. Das frisch gemähte Gras duftet gut. Müssen wir ihn irgendwie sabotieren, indem wir irgendwie einen Stein da hinlegen oder so? Oder vielleicht die Münze? Mach mal die Münze ins Gras. Nee, okay, macht er nicht. Ich glaube, Leute, wir müssen für heute aufhören. Ich denke nur noch bösartig, habe ich das Gefühl. Das geht ja gar nicht. Was macht dieses Spiel mit mir? So, ja, dann würde ich sagen, was ist für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Black Mirror. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!